Bayern wäre nicht Bayern ohne seine Biergärten. Und ein Biergarten wäre kein Biergarten ohne seine Kastanien. Die flach wurzelnden Bäume wurden einst gepflanzt, um im Sommer die Keller unter der Freifläche zu kühlen und so die Lagertemperatur des Bieres konstant zu halten. Diese eher unzureichende Kühltechnik wurde Ende des 19. Jahrhunderts durch einen Mann revolutioniert, der wohl nicht rein zufällig ebenfalls aus Bayern kam. Karl Linde wird am 11. Juni 1842 im lutherisch-evangelischen Pfarrhaus von Berndorf in Oberfranken geboren. Sein Vater, der Dekan Johann Friedrich Linde, hätte es gern gesehen, wenn ihm sein drittes von 9 Kindern in den Beruf des Seelsorgers gefolgt wäre. Doch in Kempten, wo der Vater eine Pfarrei übernommen hat und Karl das Gymnasium besucht, freundet sich der Junge mit dem Sohn eines Spinnereidirektors an. Die häufigen Besuche in der Fabrik wecken Karls Interesse an der Technik. Besonders die mächtigen Kraftmaschinen faszinieren ihn. Karl weiß jetzt, er möchte Ingenieur werden. Die kinderreiche Pfarrersfamilie ist arm. Trotzdem kann Linde den Vater davon überzeugen, Maschinenbau studieren zu dürfen. 1861 schreibt sich Linde am Polytechnikum in Zürich ein. Wegen seiner Teilnahme an einem Studentenprotest wird er 3 Jahre später ohne Abschluss exmatrikuliert. Er erhält aber ein Empfehlungsschreiben seiner Professoren und findet damit eine Anstellung als Ingenieur in einem Berliner Zeichenbüro. Bald jedoch kehrt er nach Bayern zurück und übernimmt die Leitung des technischen Büros der Lokomotivenfabrik Kraus und Co. in München. Doch Linde zieht es schon bald zurück in die Welt der Wissenschaft und Lehre. Auf Empfehlung des Gründungsrektors der Polytechnischen Schule in München, Max von Bauernfeind, wird Linde dann 1868 zum außerordentlichen Professor für Maschinenbau ernannt. In seinen Lehrplan schließt der gerade mal 26-Jährige auch die Theorie der Kältemaschinen ein. Ein Preisausschreiben für eine Kühlanlage hatte ihn auf die Kältetechnik gebracht. Es erfasste mich sofort der Gedanke, dass hier eine noch ungeklärte Aufgabe der mechanischen Wärmelehre vorliege, beschreibt er selbst in seinen Erinnerungen die in ihm geweckte Neugierde. Diese Lehre, die Thermodynamik, beschäftigt sich mit Energie in Form von Wärme. 2 wichtige Forscher auf diesem Gebiet waren James Prescott Joule und William Thomson, der spätere Lord Kelvin. Sie hatten 1852 nachgewiesen, dass Gase bei Verdichtung oder Ausdehnung ihre Temperatur verändern. Das lässt sich zum Beispiel beim Aufpumpen eines Fahrrads feststellen. Die Pumpe, in der die Luft verdichtet wird, erwärmt sich. Die mechanische Energie, die beim Pumpen aufgewendet wird, führt zu einer Verdichtung der Moleküle. Diese bewegen sich nun auf kleinerem Raum als vorher, stoßen dabei öfter zusammen und geben dadurch Energie in Form von Wärme ab. Analog erniedrigt sich die Temperatur eines Gases, wenn es sich ausdehnt. Lässt man aus einem prall aufgepumpten Fahrradreifen Luft ausströmen, so ist diese kälter als die Umgebung. Denn bei der Ausdehnung verrichten die Moleküle eine Arbeit gegen die Anziehungskräfte, die zwischen ihnen wirken. Die dazu nötige Energie geht ihnen in Form von Wärme verloren. Die Luft wird kalt. Große Kälteentwicklung kann durch große Ausdehnung erreicht werden. Und die größte Ausdehnung findet statt, wenn eine Flüssigkeit zu Gas wird, wenn sie also verdampft. Man kennt diesen Effekt von der Desinfizierung einer Impfstelle. Der flüssige Alkohol verdampft auf der Haut und wir empfinden einen Kältereiz. Ähnliches passiert beim Auffüllen eines Gasfeuerzeuges.
Jener Teil Flüssiggas, der aus dem Drucksystem entweicht, ist eiskalt auf der Haut zu spüren. Denn das Flüssiggas in dem unter Druck stehenden Vorratsbehälter wird bei Druckverlust an der undichten Stelle zum Gas. Zu der großen Ausdehnung wird entsprechend viel Energie benötigt. Diese geht als Wärme verloren, Feuerzeug und Hand werden kalt. Lindes eigene Abhandlungen über die Kühltechnik, die er im Bayerischen Industrie- und Gewerbeblatt veröffentlicht, wecken bald das Interesse der Bierbrauer, die für die Gärung und Lagerung ihres Biers nach einem ganzjährig zuverlässigen Kältebetrieb suchten. Der Münchner Brauer Gabriel Sedelmeier und Linde vereinbaren daher 1871 den Versuch, in der Spatenbrauerei eine Kühlmaschine aufzustellen. Linde entwirft eine Kältemaschine, die auf einem Kreislaufprinzip basiert. Im Innern eines Röhrensystems befindet sich eine Flüssigkeit, die unter normalem Druck bereits bei niedrigen Temperaturen gasförmig wird. Für diesen Vorgang benötigt das Kühlmittel allerdings Energie. Diese holt sie sich hier außerhalb der Verdampferschlaufen in Form von Wärme. Die Flüssigkeit wird zum Gas und die Umgebung kühlt ab. Über einen Kompressor wird das nun gasförmige Kühlmittel angesaugt und in einem zweiten Bereich, den Kondensatorschlaufen, verdichtet. Durch den entstehenden hohen Druck ändert sich erneut der Aggregatzustand. Aus dem gasförmigen wechselt das Kühlmittel zurück in den flüssigen Zustand. Dabei kann es Energie in Form von Wärme wieder an die Umgebung abgeben. Schließlich wird das flüssige Kühlmittel über ein Ventil zurück in die Verdampferschlaufe geleitet, wo es, da hier kein Druck mehr herrscht, erneut gasförmig wird. Der Kreislauf beginnt von neuem. Verdampferschlaufe und Kondensatorschlaufe müssen sich allerdings in getrennten Räumen befinden, denn sonst würden sich Abkühlung und Erwärmung aufheben. Lindes große Ingenieursleistung liegt in der Konstruktion entsprechend leistungsstarker Kompressoren, denn nur bei ausreichend Druck wechselt das Kühlmittel seinen Aggregatzustand vom gasförmigen zum flüssigen. Und nur so kann der gewünschte Kreislauf und damit die nötige Kälte entstehen. Als die Konstruktionspläne für die Maschine im Januar 1873 schließlich fertig sind, meldet Linde sie zum Patent an. Im folgenden Jahr beendet die Maschinenfabrik Augsburg den Bau der Maschine fristgerecht zur Inbetriebnahme. Doch der Testlauf geht schief. Der Kompressor der Maschine ist nicht dicht, das Kühlmittel entweicht. Linde aber gibt nicht auf. Er entwirft einen neuen, leistungsstärkeren Kompressor. Zusätzlich setzt er nun Ammoniak als Kühlmittel ein, das bereits bei minus 33 Grad Celsius verdampft. Sein Kompressor verdichtet den gasförmigen Ammoniak nun auf 20-fachen Atmosphärendruck. Die neue Maschine entzieht der Umgebung so viel Wärme, dass es sogar möglich ist, aus Wasser Kunsteis zu erzeugen. Für diese Kühlmaschine erhält Linde 1877 die deutschen Reichspatente. Mit 37 Jahren gibt er seine Beamtenposition als Professor auf und gründet 1879 in Wiesbaden die Gesellschaft für Lindes Eismaschinen. Um die zunächst geringe Nachfrage nach seinen Kühlmaschinen zu kompensieren, gründet Linde eigene Eisfabriken. Und das Konzept geht auf. Die Nachfrage nach lindischem Blockeis ist riesig und schon bald hat die Firma Niederlassungen in ganz Deutschland und Europa. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte der Münchner Hygieniker Max von Pettenkofer unter anderem erkannt, dass die Lagerung von Fleisch bei zu hohen Temperaturen gesundheitsschädliche Folgen beim Verbraucher haben konnte. Die Folge: Alle größeren Gemeinden in Deutschland müssen aufgrund neuer Gesetze nun kommunale Schlachthöfe gründen und diese mit Kühlräumen ausstatten. Linde erkennt die neue große Aufgabe, nämlich die Kühlung ganzer Lagerhallen.
Seine Maschinen verwandeln die Schlachthöfe nun in Kathedralen der Kälte. Und er findet weitere Einsatzgebiete für die junge Kältetechnik. Etwa die Milchkühlung in Molkereien, die Kühlung in Schokoladenfabriken oder Kältemaschinen für Eisbahnen zum Schlittschuhlaufen. Allerdings haben die Belastungen als Unternehmer Linde gesundheitlich stark zugesetzt. Im Frühjahr 1889 entschließt er sich daher, an die Technische Hochschule nach München zurückzukehren. Er konzentriert sich aber nicht nur auf die Lehrtätigkeit, sondern arbeitet parallel an einer stetigen Verbesserung der Effektivität seiner Kühlanlagen. 1894 gelingt ihm die Konstruktion der ersten Luftverflüssigungsanlage. Lindes Idee? In der Kältemaschine wird die vorkomprimierte Luft in einem Ausdehnungsgefäß abgekühlt. Mit dieser kalten Luft umgibt er seine Apparatur, sodass diese selbst nun kälter wird. Anschließend wird diese Luft erneut in den Kälteapparat gebracht, wo sie durch Ausdehnung und aufgrund der Vorkühlung noch etwas kälter wird. Wieder wird damit die Maschine gekühlt und der Vorgang beginnt erneut. So addiert sich die Kälte nach und nach auf minus 190 Grad Celsius. Bei dieser extrem niedrigen Temperatur wird die Luft flüssig und kann in einem Sammelgefäß aufgefangen werden. Lindes wissenschaftliche Leistungen erhalten 1897 höchste gesellschaftliche Anerkennung durch die Verleihung des persönlichen Adelstitels. Seine Luftverflüssigungsanlage wird auf der Pariser Weltausstellung von 1900 mit dem Grand Prix geehrt. Der Bedarf der Industrie an reinen Gasen wie Stickstoff oder Sauerstoff, zum Beispiel für die Herstellung von Düngemitteln, in der Metallverarbeitung oder der Medizin, ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts gestiegen. Mit seiner Luftverflüssigungsanlage hat von Linde die Grundlage für die Herstellung reiner Gase gelegt. Denn Stickstoff und Sauerstoff, die Hauptbestandteile der Luft, verdampfen bei unterschiedlichen Temperaturen. Beim Verdampfen von flüssiger Luft können die beiden Gase also getrennt werden, was Linde 1902 erstmalig gelingt. Lindes Ingenieursleistungen bringen aber nicht nur Fortschritt im großtechnischen Maßstab. Wir alle profitieren bis heute täglich davon. Der erste Kühlschrank für den Hausgebrauch wurde 1913 in den USA verkauft. Danach begannen die Serienproduktionen für Kühlschränke, die alle nach dem Prinzip der Lindeschen Kaltdampfmaschine funktionieren. Die einst als Kühlmittel verwendeten Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kurz FCKW, dürfen seit 1995 nicht mehr eingesetzt werden, denn sie tragen in entscheidender Weise zum Abbau der uns schützenden Ozonschicht bei. Als Alternativen werden heute Butan, Propan oder Pentangas eingesetzt. Karl von Linde stirbt am 16. November 1934 in München. Er ist 92 Jahre alt geworden. In seiner bayerischen Heimat steht noch heute in jedem Biergarten mindestens eine Kastanie. Ihr dichtes Blattwerk aber kühlt nur mehr die Köpfe der Besucher der Schankwirtschaft.